Also es gab ja im Ende des Jahres 2019, im November, gab es ja diese Entscheidung des Bundesgerichtshofs über einen Vater, der mit seinen Kindern über das Wechselmodell geredet hat. Genau, da ging es Da auch werden wieder um das wir, Thema Kindeswille rauf und runter. ich glaube, vielen ist nicht klar, dass der Bundesgerichtshof mit diesem Beschluss schon zum zweiten Mal die Rechtsbeugung von Kinderrechten legalisiert hat. Das erste Mal war bei deinem Beschluss, Ja. Klaus, zum Wechselmodell. Ja, da hieß es zwar ganz grundrechtskonform, dass natürlich das Wechselmodell auch gegen einen unwilligen Elternteil angeordnet werden kann. Hurra, ja, welche Einsicht des Bundesgerichtshofs. Gleichzeitig wurde dann aber gesagt, ja, aber wenn die Eltern sich uneinig sind darüber, wo die Kinder leben sollen, dann kann man das Wechselmodell nicht zur Befriedung einsetzen. Und das ist die Rechtsbeugung von Kinderrechten, weil die Kinder haben das Recht auf beide Eltern. Und wenn dann ein Elternteil sagt, nö, ich will meinen Kindern dieses Recht nicht geben, dann sagt der BGH, gut, ja, dann kriegen sie es auch nicht, weil ein Elternteil ist ja dagegen. Ja. Damit beugen die Kinderrechte. Und dasselbe in einer anderen Variante bei diesem Beschluss vom November 2019, deiner war ja im Februar 2017. Im November 2019 werden Kinderrechte gebeugt, und so hat man es auch in meinem Fall gemacht. Man sagt, wenn der Vater die Kinder über ihr Recht aufklärt, bei beiden Eltern zu leben, sprich, wenn er mit ihnen über das Wechselmodell redet, weil es ja dasselbe ist, ja, das Recht der Kinder auf beide Eltern, dann können wir den Kindern das Wechselmodell nicht geben. Das heißt, ein Elternteil klärt seine Kinder über ihr Recht auf, bei beiden Eltern leben zu dürfen, dann sagt der BGH, dann dürfen die Kinder nicht bei beiden Eltern leben. Das ist schlichtweg Rechtsbeugung von oberster Stelle.